Willkommen zurück zu New Super Mario Bros. Wii. Oh yeah. Und wir treten gegen diese Pflanzen an. Yay. Um uns ein paar Pilze dazu zu verdienen. Und die sind jetzt nicht so schwer. Wer Bock hat, kann sie auch noch zerstampfen. Zack. Keine langen Diskussionen. Pilze her. Fürs Inventar. Jo, ich habe mal wieder richtig Lust auf dieses Spiel. Und ja, was ist besonders an dieser Welt? Ihr seht hier diese grünen Lianen. Jo, ganz kurzer Cut. Und diesmal musste ich nicht in Mathe helfen. Nein, also wie gesagt, man sieht hier diese Lianen. Und die verändern sich jedes Mal, wenn man ein Level geschafft hat. Soweit ich weiß. Empfehlen, glaube ich, nicht. Und dementsprechend... Ja, das ist ein bisschen unglücklich. Ändern sich auch die Level, die man überhaupt erreichen kann. Ich finde es gut, dass man das macht und nur bestimmte Wege frei sind. Aber das finde ich einfach nicht so gut, was man da macht. Dass man hier den Spieler zwingt, bestimmte Level zu machen. Und der sich das nicht aussuchen kann. Hier gibt es ansonsten noch Items, wer braucht. Aber vorrangig dient der Powerblock dazu, die Starcoin zu holen. Die kann man auch anders holen, aber... So ist es am gechillsten. Und die zweite sehen wir auch hier schon. Das ist ein Untergrundlevel. Ein lustiges, wie ich finde. Man muss hier aufpassen auf die Säure. Die riesigen Raupen helfen in erster Linie, dass man an der Säure vorbeikommt. Können aber natürlich auch töten. Ich finde sie süß. Oder? Die süßen Raupen hier. Die sind doch toll. Ich fand die irgendwie schon immer... Oh. Süß. Ich mag die einfach. Und ich erinnere mich, wo einmal Linienwechsel, dass hier die letzte Starcoin ist. Ja, die letzte. Nee, war sie ein weiter? Ich meine, sie war hier. Ja. Hiervon gibt es sehr viele. Ja, wie nennt man die Dinger eigentlich? Ja, Zusatz-Bonus-Stages oder so. Die meisten davon sind aber ein Fail. Aber ich finde ich nicht süß. Ich finde ich scheiße. Ja, und das Level ist gleich schon geschafft. Da staunt er was. Das nennt man Speedrun. Ist hier noch was? Nee, okay. Und dann haben wir es erledigt. Ist auch eins meiner Lieblingslevel im Spiel. Weil ich einfach die Idee sensationell finde, dass man auf den Raupen rumhüpfen kann, auf diesen mutierten Dingern. Und es ist einfach klasse. Nee, ne? Ja, geil. Guckt euch mal das hier an. Ich kann das Level unten nicht erreichen. Nochmal kurzer Cut, tut mir leid. Also wie ihr seht, kommen wir an das Level nicht ran. Die Lianen sind im Weg. Vielleicht ändert sich das Ganze, wenn wir hier zuerst das Pilzhaus machen. Aber da bin ich mir echt nicht sicher. Ich hoffe es mal. Sonst wäre das blöd, weil ich gerne die Reihenfolge beibehalten möchte. Schauen wir mal, ob uns Fortuna hold ist. Und bislang sieht das gut aus. Ich gehe mal hier so im Zickzack ab. Bislang scheint das Ganze auch gut aufzugehen. Gucken wir mal hier. Boah. Boah, wie ich hier abgehe. Guckt euch das mal an. Ah, schade. Du brichst die Reihe, dann gucken wir mal. Schön. So, welches Feld darf es denn sein? Gehen wir doch immer daneben. Ich glaube nicht, dass zwei nebeneinander liegen. So ist es da drüber. Stern. Oben links könnte was sein. Nochmal unten, weiß ich nicht. Oh, ein Pinguinanzug. Ich würde sagen, einmal oben, einmal unten, einmal in der Mitte. In der Mitte haben wir eine Wahrscheinlichkeit von 1 zu 1, oben von 2 zu 1, dass wir ein richtiges Feld treffen. Deshalb mache ich hier weiter. Ich glaube dann, dass es nicht hier ist. Doch, okay. Dann glaube ich, dass hier links kein weiteres Feld ist. Doch.
Fail. Ah, schade. Rechts wäre der Pinguinanzug gewesen. Aber gut, man muss es nehmen, wie es kommt. Ich würde jetzt gerne mit einem Goethe-Zitat kommen, aber weiß nicht genau, wie es lautet. Irgendwie lieber durch all das Leid möchte ich mich schlagen, als so viel Freuden des Lebens ertragen oder so. Die zweite Zeile war richtig, bei der ersten fehlen irgendwie noch ein paar Wörter oder so. Wenn jemand von euch das Gedicht kennt, kann das mir gerne mal nennen. Ich mag solche Gedichte irgendwie. Nicht unbedingt, weil ich mit ihnen inhaltlich übereinstimme. Aber ich höre sie irgendwie gerne. So Goethe, der hat schon was. Man muss seine Ansichten nicht teilen, aber es klingt gut, was er geschrieben hat. Meine Meinung. Ja, und hier kommen wir in eine Burg, bei der man zwischen Skill und Fail eine 0,5 mm dicke Schicht liegt. Eine ganz, ganz dünne Eisschicht, die rasend schnell schmilzt. Um es mal ein wenig metaphorisch auszudrücken. Man kann hier sehr, sehr geil abgehen. Man kann hier aber auch derbe failen und jedes Mal zurück müssen. Schnell muss man in jedem Fall sein. Okay. Ja, hallo, mach mal ein bisschen langsamer hier. Okay. Okay, Starcoin ist links, soweit ich weiß. Klar, ist auch schwieriger. Okay. Einer haben wir noch, einen Starcoin. Okay. Zack. Und hier, also... Viel Bewegungsfreiheit hat man hier nicht. Ja, okay. Und hier ist die letzte Starcoin. Gehen wir lieber nochmal mit. Hier müssen wir uns mal als Mitläufer outen. Ich weiß, dieses Wortspiel ist immer noch schlecht, aber... So what? So what? Jo, dann haben wir alles. Für einen geheimen Ausgang gab es hier absolut keinen Platz im Level. Ja, ich steige um auf die Feuerblume. Denn damit kann man bekanntermaßen den Gegner treffen. Kann sein, dass oben rechts noch was ist in der Ecke. Ah, ne, da kommt man nicht hin. Und wenn auch nur Münzen, das weiß ich jetzt sogar gar nicht. Und ein weiterer Grund, diese Welt echt zu mögen, ist der coole Endgegner. Ich mag dessen Schloss irgendwie, also seinen Endkampf. Da kämpft man ja gegen seinen mutierten Kettenhund. Also ein sehr tierlieber Igel. Oder was sind das? Na Quatsch, wieso? Ja, ist das ein Igel? Ich weiß gar nicht, soll Bowser einen Igel darstellen oder eventuell eine Schildkröte? Ich weiß es nicht. Kann man, glaube ich, bei denen auch nicht so ganz identifizieren. Obwohl, ja, na, nee, keine Ahnung, von den Füßen kann man es ja auch nicht abhängig machen. Oder haben Igel Füße? Also Füße und Arme haben die, ja doch, ne? Sind auch vier Füßler. Ich rede mal wieder Mist und ich hoffe, dass ich jetzt mal die Lianen hier ein bisschen auflockern. Wir speichern erstmal. Und ein Level schaffen wir noch. Nein, wir kommen ja immer noch nicht ran. Aus dem Grunde müssen wir hiermit weitermachen. Und ich weiß, dass die Level, die jetzt folgen, nicht einfach sind. Also bislang war das ja alles ganz nett. Aber jetzt geht's ans Eingemachte. Oh ja. Und ich kenne dieses Level nur zu gut. Und ich verabscheue es. Eins der schlimmsten Level dieser Welt. Es gibt keinen Speicherpunkt. Keinen.
hatten die Entwickler keinen Bock drauf. Ich wechsle lieber zur Eisblume, die bringt mir hier mehr. Ja, zum Level. Wir sind die gesamte Zeit über auf diesem Brett. Von nun an. Dabei müssen wir allen möglichen ausweichen und sobald, ich meine, es sind 5 Gegenstände, abgesehen von uns, hier drauf sind, hält das Ding an. Und sieht auch nicht ein, sich irgendwie fortzubewegen. Deswegen immer schön alles leer räumen, bei den Starcoins auch mal innehalten. Komm, geh weg. Und ich habe zur Eisblume gewechselt, damit die Gegner, die ich hier treffe, nicht zu Münzen verwandelt werden, denn auch Münzen zählen damit rein. Die Dinger kann man abschütteln. Dann passt's. Du bist auch nochmal weg. Ja, die Kleinen hier, die meine ich. Die nerven. Kommt her, kommt her, kommt her. Abschütteln, dann passt es. Powerblock mitnehmen. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wo ich ihn werfen muss. Soweit ich weiß, hier bei den Münzen. Ah, passt. Okay. Boah, das war gemein. Die habe ich absolut überhaupt nicht gesehen. Und hier kommen wir noch Mega-Piranhas. Hier. Die kann man nicht vereisen. Aber uns helfen da Bob-Oms. Ist aber auch gemein, wenn ich die nicht sehe. Zum Glück hatte ich jetzt einen Bob-Om als Schutzvorrichtung. Und einen dieser Bob-Oms brauchen wir auch für die letzte Starcoin. Nämlich hier. Jetzt müssen wir abwarten, bis das Brett kommt, dann können wir die mitnehmen. Und ich muss sagen, das habe ich ganz gut gemacht. Ein paar Sachen habe ich leider nicht gesehen, aber konnte ich auch gar nicht. In der Kürze der Zeit. Komme ich hier überhaupt so drauf? Ah, okay, mit Hilfe des Coopers könnte ich hinkommen, aber scheiß drauf. Wir nehmen die 1000 Punkte und dann soll es gut gewesen sein. An der Stelle mache ich hier Schluss. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Und im nächsten Part können wir dann hoffentlich das eine Level machen, zu dem uns sonst immer der Zugang versperrt war in der ersten Hälfte. Und ansonsten seht ihr hier, ist noch einiges zu machen. Kanonen, Geisterhaus. Ja, im nächsten Part können wir dann zuallererst auch dieses Level nachholen. Da wurde uns der Zugang jetzt gewährt. Ich freue mich auf euch. Wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.